Freunde, Zeit für ein kleines Video. Scheinwerfer ist aufgebaut, Mikro ist aktiviert und es ist Zeit für ein bisschen Gelaber. Und für die langjährigen Zuschauer sage ich jetzt mal, die solchen Nonsens interessiert. Es geht wieder mal ums Hobby. Und letztens im Chat ging es darum, ob es ein Wärmerband Teil 12 gibt. Keine Ahnung, wir schauen einfach mal durch. Ich habe mal alle auf die Schnelle hergeholt, die ich besitze. Und weil jemand gefragt hat, wir probieren es einfach mal aus, wir müssten das mal durchgucken. Ich habe nicht alle Wärmerbände, muss ich mal zugeben. Die habe ich mir damals als Lehrling gekauft. Hier ist aber ein 12. Und hier ist auch die, wo der Kollege wissen wollte, ob es ein Wärmerband gibt, freie Bahn mit Marzipan. Und Band Nummer 12 ist hier. Ist vom Ehaba Verlag. Egmont Ehaba. Und hier ist auch diese Nummer, ich glaube, das heißt ISBN-Nummer. Ich würde sagen, wir holen mal die Kamera ein bisschen näher ran. Und da kann der Kollege, dem das so interessiert hat, da werde ich ihm nochmal anpinnen, dass ein Video hochgeladen wird, extra für den Zuschauer. So. Unter der Artikelnummer, bei dem Verlag, müsste es zu haben sein. Und da ist die ISBN-Nummer. Da könnte man bei, also wenn es das bei Amazon ja nicht gibt, dazu ist mal einiges zu sagen. Achterbahn, das war mal wohl der ursprüngliche Verlag, wo die Werner-Bücher vertrieben wurden. Wenn ich jetzt richtig informiert bin, der Achterbahn-Verlag. Und der ist dann, wenn ich richtig informiert bin, pleite gegangen. Durch Missmanagement. Das ist auch in einem von diesen Werner-Büchern beschrieben. Dass der Brösel selber, da es ein Kumpel war, finanziell unterstützt hat, damit der zum Beispiel mal Löhne zahlen konnte, ähnliches. Weil öfters mal eine Schieflage da war. Dann gab es aber irgendwann das Zerwürfnis. Brösel hat irgendwie seinen eigenen Verlag aufgemacht, hat das selber vertrieben und irgendwie gab es dann auch mächtig Streit um die Rechte dieser Werner-Bücher. Also irgendwie ist das, ich glaube in dem Band ist das alles beschrieben. Werner, mehr über alles. Genau. Wie alles anfing. Jo. Irgendwie so. No. Vor allem der ganze Merchandise, den es damals gab. Diese Werner-Figur habe ich auch mal gekauft als Schlüsselanhänger. Und die auch. Wo die geblieben sind, weiß ich nicht. Ich wollte das euch bloß mal zeigen. Zum Beispiel gab es so eine Figuren, also die habe ich auf die Schnelle nochmal gefunden. Röhricht. davon hatte ich aber auch mehrere. Leute, das ist aber auch schon ewig her. Zurzeit, also ich habe auch schon mal gegoogelt, zurzeit gibt es wohl gar kein Merch. Keine Ahnung. Brösel selber mochte zum Beispiel gar nicht mal unbedingt diese Plüschfiguren. Die Fans ja. Also ich weiß nicht, warum er die nicht mag. Also die Plüschfiguren ließen sich wohl äußerst schwer nähen. Zum Nähen selber ist die Form sehr kompliziert und aufwendig. Deswegen waren die auch etwas teuer. Damals DM99, das muss ja uralt sein. Ja. Was hatte ich noch? Zum Beispiel diese Tasse hier oben hatte ich. Die ist mir erst vor ein, zwei Jahren runtergefallen. Besser gesagt, die Freundin hat sie fallen lassen und dann war sie im Eimer. Da war ich auch ein bisschen traurig, weil die haben damals 12,95 gekostet. Ja, das war schon für eine dumme Kaffeetasse, war das relativ viel. Was hatte ich denn eigentlich noch?
Ich fand immer das ganz putzig, diesen Badewannenstöpsel mit Röhricht drauf, der dann in der Badewanne praktisch auf der Luftmatratze schwamm und an der Kette hing der Stöpsel. Das fand ich immer interessant. Aber 22,80 auszugeben, naja. Und hier diese Wirkstoff-Handtücher, wie sie hier mal kurz. Damit warst du dann in, wenn du damit am Badeteich aufgekreuzt bist. Das war damals was. Also Werner kannten alle. Schön. Naja, das. Naja, der Hof dort in. Ja, wie das alles so verändert hat. Also hier erzählt er eben so aus seinem Leben und so, das war schön. Das war schön. Das war unsere Jugend. No? Also wie gesagt, wer mehr wissen will, mehr über alles. Aber was mich dann damals ein bisschen gestört hat, diese Werner Comics sind hinten drauf nicht durchgehend nummeriert. Manche haben eine Nummer und manche eben nicht. Jo. Das ist zum Beispiel Nummer 9. Ich habe damals Interesse gehabt an T-Shirts bedrucken. Habe das auch oftmals gemacht. Aber davon habe ich nichts mehr. Ich habe mir dann selber T-Shirts hergestellt. Deswegen ist hier oben das abgeklebt. Da waren so, wie sagt man dazu, der Verlag und ähnliches drauf. Wenn man da mal genau hinguckt, da wurden dann Klebeband draufgezimmert und dann halt mit Buntstiften die Farbe nachretuschiert, wie sie dort vorhanden ist, damit, wenn man das dann abscannt und aufs T-Shirt druckt, dann ist das nicht mehr sichtbar. So muss man sich das vorstellen. Ach, schön. Röhricht, Werner. Oder hier. Wenn man sich ein T-Shirt machen möchte, wo nur Werner Schriftzug drauf ist und der Methylisator, das war damals eine schöne Geschichte, dann hat man das einfach mal kurz abgedeckt. So. Und jetzt kannst du das abscannen und ausdrucken. Ja, so eine Mühe habe ich mir damals gemacht. Das macht heute niemand mehr. Und das war die Originalseite aus dem Buch. Und das hat man dann hinterher auf ein weißes T-Shirt gedruckt. Und dann warst du am Badesee in. Keine Ahnung, ob ihr sowas heutzutage noch nachvollziehen könnt, was man sich da für einen Quatsch gemacht hat. Oder hier, kleines Emblem für vorne drauf, großes Emblem für hinten oder umgedreht. Und dann, so konntest du das halt abscannen. Ja. Dann wurde das ausgedruckt. Bei McShirt gab es das damals. Und dann konnte man das für relativ wenig Geld auf ein T-Shirt, dann hast du Spaß gehabt. No? Dann Nummer 9, hier ist noch einer. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Genau, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Diesen Spruch konnte man als Lehrling damals schon nicht mehr hören. Aber das ist voll aus dem Leben gegriffen. Wenn man früh zu spät zur Arbeit kommt, dann sieht das dann so aus. kleine Story mal so am Rande. Mein Bruder hatte auch damals, wo er Lehrling war, natürlich ein kleines Moped. Simson. Und wieder mal kein Sprit drin. Das Lehrlingsgeld ist knapp und der Lohntag ist weit. Und wenn man dort bei einer Firma gearbeitet hat, die ständig kein Geld hatte in den 90ern und kurz vorm Abnippeln war, wurde man dann auch vom Chef nach Hause geschickt mit den Worten: Sei froh, dass du eine Lehre hast, dass du Arbeit hast und Geld verdienst. Das Geld kommt halt irgendwann später. Dumm nur, wenn man tanken muss und andere Ausgaben hat und was zu essen kaufen möchte. Und dann kommt dann als Antwort: Dann musst du halt mal ein bisschen sparen und dir mal ein Polster anschaffen. Polster wovon? Vom Lehrlingsgehalt? So dumme Sprüche gab es damals. Jedenfalls ist er dann frühs mit Karacho auf Arbeit gezischt, wieder mal 10 Minuten zu spät. In die Ortschaft rein, zack, Sprit alle,
vor und dann, naja, wie soll man sagen, dann stottert natürlich die Maschine, dann gehst du mal kurz vom Gas, gibst nochmal danach Vollgas mit dem letzten Restchen, was drin ist im Vergaser und denkst, du nur rollst bis zum Betrieb. Das ist ja noch 1,5 Kilometer in der Ortschaft. Mit viel Schwung, natürlich mit über 60, 70 Gamma, was das Ding damals geschafft hat. Und schwuppdiwupp kam die rote Kelle raus. Der Motor war schon aus, er dachte, er rollt noch ein Stück, ne? Dass man nicht laufen muss und schieben muss. Und dann kam die rote Kelle raus, zack, anhalten, sie waren zu schnell. Zählt das auch, wenn gar nichts mehr im Tank war, Meter? So ein Blödsinn. Er hat gedacht, er rollt noch bis zur Firma. Nein, er durfte hinterher schieben, eine Strafe bezahlen vom nicht vorhandenen Geld, was man hatte. Er musste noch tanken vom nicht vorhandenen Geld, was man hatte. Der war ein bisschen schmerzbefreit damals, ne? Der hat es wirklich fertig gebracht mit dem ersten Auto, was ein Trabant war. Da fuhr man ja dann auch, bis Tank alle war, Schalter rum, Reserve, da waren noch 5 Literchen drin, damit konnte man dann noch ein bisschen fahren. Und wenn das alle war, dann standst du irgendwo in der Walachei. Nur hast du ein Problem. Wandern bis zur Tanke, 5 Kilometer vielleicht, kein Lehrlingsgeld da. Was machst du jetzt vom letzten Geld? Du hast nur noch 5 Mark oder Euro. Da kannst du dann oder konntest du damals einen kleinen Kanister kaufen oder den nicht vorhandenen Kanister befüllen mit Sprit, den man dringend gebraucht hat. Also Brüderchen hat es echt fertig gebracht. Eine Aldi-Tüte mit 5 Liter, also mit 5 dm Sprit zu befüllen. Die Aldi-Tüte hat er gehabt, da war kein Kanister. Dann ist er damit an die Kasse gelaufen. Zum Glück war das so eine Außenkasse. Fassungslos schaute da die Kassiererin heraus. Was machen Sie denn da? Na, ich hab den Kanister. Aber das tropft ja. Und er so ganz trockener: Beeilen Sie sich mal mit Kassieren. Ich muss noch 5 Kilometer laufen, damit wenigstens noch etwas im Tank ankommt. Und es tropfte unten aus der Tüte. Und dann ist er im Dauerlauf zum Auto gerannt und hat noch einen kleinen Rest eingefüllt. Und damit konnte er nach Hause fahren. Das wäre heute unvorstellbar. Wahrscheinlich würdest du heute verhaftet werden. Aber das müsst ihr euch mal überlegen. Also so eine Geschichten ähnlich wie Werner hat man auch wirklich damals so erlebt. Und wie gesagt, das ist der Band, wo der Kollege mich angeschrieben hat und gefragt hat. Den Werner Band Teil 12 gibt es wirklich. Freie Bahn mit Marzipan. Worum geht's da überhaupt? Aha, das Übliche, schöne Comics drin. Manchmal sind sie schöner gezeichnet, manchmal einfacher. Welcher ist denn das überhaupt? Aha. Ach, wie sie hier ihr Motorrad bauen mit diesen Dolmette haben sie das wohl genannt. Mit diesen Kettensägenantrieben. Das Ding haben sie ja auch in echt dann gebaut. Jo. Oder den Red Porsche Killer kommt ja auch öfters mal vor in den Geschichten. Den gibt es ja auch in echt. Schön. Also wir haben immer schön gelacht. Euro Speedway Lausitz 2004 mit am Start. Werner neuester Wahnsinn. Das war dann die Dolmette, hieß sie, glaube ich. Von Dolmar, so hieß wohl der Kettensägen-Sponsor. Für echte Werner-Fans aus Sterling-Silber. Schön. Und die Bierflaschen, Leute, die musste man damals haben. War ein bisschen teurer, aber die echten Fans haben dann das Werner-Bier getrunken. Ob das geschmeckt hat, war vollkommen nebensächlich. Das war egal. Da hätte auch irgendeine Plörkse drin sein können, aber es war Werner drauf. Fump hat's gemacht beim Aufmachen. Fanartikel, T-Shirts, genau, da haben wir eingekauft damals. Da haben wir damals bestellt. Oh. Also ich habe letztens gegoogelt, es gibt keine Werner-Artikel mehr zurzeit. Oder berichtigt mich? Wo? Keine Ahnung.
Schön. Also wie gesagt, Kollege, kannst du bestellen, gibt's. Aber das ist ein anderer Verlag wie Achterbahnverlag, keine Ahnung. Das andere, dass die allerersten Bücher, das war wohl dieser Semmel-Verlag. Oh, ich will mich jetzt aber nicht so weit raushängen. Das war wohl so ein Schülerkalender, habe ich nie benutzt als Schüler. Fand ich zu schön, da überhaupt etwas reinzuschreiben. Also sehr schöne Zeichnungen drin, die aufwendiger sind als wie in den Werner-Büchern. Also schöner gezeichnet sind und schöner gedruckt sind. Es ist sehr hochwertiges Papier, also sehr glattes. Ja, die Telefonnummer von der Ex-Frau, furchtbar. Verschandelt mir das ganze Büchelchen. Aber ansonsten habe ich da nie etwas reingeschrieben. Schön. Schön. Was steht hier drin? Da bin ich jetzt mal neugierig. Das wenige, was hier reingeschrieben wurde, naja, naja, furchtbar. Naja. Ja, was ist denn das denn alles? Oh. Furchtbar. Na schön. Ja. Schön. Das, wie gesagt, das gab es auch damals. 2001, 2002, Leute. Das ist 20 Jahre her. Mann, das war ein anderes Leben damals. Ja, das ist das Negative an diesen Werner-Büchern. Diese Heftung. Das taugt gar nichts. Und da wollen wir mal schauen, Leute, diese Dinger waren damals überdurchschnittlich teuer. 19 DM 80, das war für einen Lehrling viel Geld, also. Ja. Und dann lösten die sich dann einfach so auf, die Seiten fielen einfach raus. Nach fünfmal umblättern. Also verborgen konnte man diese Werner-Bücher nicht. Die kamen dann in nicht mehr in einem schönen Zustand an. Schön. Ach, da sind so Erinnerungen, Leute. Ja, das mit dem Würfeln hier, das ist ja auch eine Szene aus dem Film. Mit den LKWs da, die... Mit dem, wo sie dann würfeln, wer Würfelkönig wird. Ach, schön. Das war die Jugend, ja. Und irgendeiner ist immer nackig. Ja, ja. Und das Chaos. Ja, genau, das Chaos. Schön. Also, alle habe ich auch nicht. Hier ging es ums Bierbrauen, das weiß ich noch. Wo dann die Idee aufkam, bei den Wernersens das eigene Wernerbier rauszubringen. Haben sie dann mal hinterher auch in einem Buch beschrieben, dass es eben auch ein tierisches Problem war, dass die ganzen Fans sich zu Hause die Werner-Flaschen hingestellt haben in die Werkstatt oder in die Garage zur Optik und die nicht mehr in den Kreislauf zurückgingen wegen der Befüllerei in der Brauerei. Und keine Brauerei möchte andauernd überdurchschnittlich viel neue Flaschen dazu kaufen, sondern die vorhandenen Pfandflaschen befüllen. Das ist ein teurer Spaß für die Brauereien, ständig neue Flaschen ankaufen zu müssen. Also das steht da auch in den Büchern drin. Ja, schön. Also wie gesagt, die sind nicht durchgehend nummeriert. Wie hier zum Beispiel hier oben, das war Band Nummer 3. Das ist oben Kalender, oder? Ja, irgendwie schon November. Ne? Ja. Also man musste das Zeug damals kaufen, das war das Rennen. Das Rennen, das ist legendär. 88 war das, glaube ich. Ja. Und da, ach so, hier wird auch viel
geschrieben, dass da eben auch eine Mordstimmung, aber es war auch ein gigantisches Besäufnis. Und dann haben sie auch noch so mächtig dann versagt beim Rennen. Schön. Ach, das war schön. Schön. Na gut, wer bremst, hat Angst. Das war auch ein schönes. Ach, das war damals meine Lehrzeit. Und da gab es natürlich selbst Werner Lesezeichen. Also die haben wirklich aus allem Merch fabriziert. Das war schön. Man hat es gerne gekauft. Aber selbst die Ottifanten wurden präsentiert. Komischerweise, Ottifanten mochte ich auch die Trickfilmserie. Keine Ahnung warum, aber ich mochte es. Das waren übrigens Mäuse. Leider. Die Comicsammlung hat gelitten, weil die Ex-Frau das alles ungünstig gelagert hat. Leider. Aber ich bin ja froh, dass ich es wirklich zurückbekommen habe. Also, das dürften dann trotzdem relativ fast alle Werner-Geschichten sein. Schön. Ja. Schön. Aber ich habe kein Buch, was ursprünglich von dem ersten Verlag war. Das ist alles Achterbahn Verlag. Aber ich glaube, selbst dieser Achterbahn-Verlag existiert nicht mehr. Weiß ich nicht genau. Also ich habe da mal bei Amazon probiert, mal was nachzubestellen. Obwohl letztens das Neue ist mit drinne bei Amazon. Ach, keine Ahnung. Da müsst ihr mal selber googeln. Ich weiß auch gar nicht, schreibt es mal in die Kommentare. Ist die Jugend von heute überhaupt noch mit Werner aufgewachsen? Also bei uns, ich sag mal so, wir haben auf der Baustelle Laienspiele aufgeführt. Also wir konnten Werner zitieren, Werner musstest du nachmachen können. Röhrichtsprüche musste man drauf haben, das gehörte da zum guten Ton. Und ich glaube, die Russen sind da. So eine Sprüche eben. Das wusste man damals. Also irgendwie. Aber heute, kennt ihr das noch? Ich hatte zum Beispiel. Das hat mir gefallen. Schade, das habe ich nicht rausgesucht. Und ich weiß auch nicht, ob das noch vorhanden ist. Irgendwann kam dann so eine Serie raus, Werner und Schwarzarbeit. Ist hier nicht mit bei. Nee. Da gab es ein bisschen Werkzeug und ich glaube, den Spachtel habe ich noch. Kleinen Moment. Hier. Das wollte ich euch da nochmal zeigen. So eine Werkzeugserie. 100% Schwarzarbeit mit Werner drauf. Und das hier vorne ist natürlich der Öffner. Und wenn ihr das auf der Baustelle hattest, dann warst du cool. Mit dem konntest du wirklich arbeiten. Es ist ein hochwertiger, angeschliffener Spachtel mit einer ziemlich dicken Materialstärke, also mit dem konntest du wirklich Tapete abkratzen, das ging. Und hier vorne war der sogar scharf angeschliffen. Das müsste mal wieder ein bisschen wiederholt werden. Ich habe hier, glaube ich, ein bisschen Klebematerial drauf geschrabbelt. Der Öffner war praktisch, weil damals war man cool, da trank man auch noch mal ein Bier auf Baustelle. Das ging damals noch. Heute haben da alle ganz tolle Pipi in der Hose, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und das Einzige, was ich gemacht habe, weil ich dann Angst hatte, die Werner-Schrift geht ab, habe ich das Ding richtig schön dick mit mehreren Schichten mit Bootslack lackiert. Deswegen glänzt das nämlich so. Brösel. Ne? Original. Und da gab es dann auch noch die schwarzen Bleistifte und ja, Zollstöcke gab es genau. Und die waren der Renner. Zollstock in Schwarz
mit der Aufschrift drauf, da warst du der Held. Hatte ich? Hatte ich, glaube ich, nicht. Und da gab es damals einen Geschenkartikelladen. Da gab es so ein Zeugs. Also, da war man halt Fan. Ne? Ich weiß gar nicht, wie gesagt, schreibt mir was in die Kommentare. Habt ihr da auch so viel Spaß gehabt mit Werner? Oder habt ihr auch von irgendwas Merch gekauft? Oder ich hatte zum Beispiel so eine große Tasse. Das waren Kameradenbetrüger, haben wir dazu gesagt. Da hat ein Liter reingepasst. Kleinen Moment. Didel da. Das war hier. So ungefähr die Größe. Leider, die habe ich damals beim Umzug im alten Haus vergessen. Da hat sich ein anderer darüber gefreut. Die hat 25 DM gekostet damals, also die Größe. Also. Und da hat man natürlich keinen Kaffee draus getrunken, aber na, ich glaube 0,5 passt rein. Da hast du einmal Cola eingegossen, das hat für einen gesamten Fernsehabend gereicht, ohne dass man nochmal nachfüllen musste oder etc. Oder Cola mit Bier zum Beispiel. Eine feine Sache. Ja, ich wollte es bloß so gesagt haben, also ich hatte auch mal so eine schicke Werner Schüssel. Die war gut, so eine Müsli-Schüssel. Die war richtig gut. Die war, das muss man dazu sagen, da hat auch Werner drauf geachtet, der Brösel. Der heißt ja eigentlich Röttger Feldmann, nicht Werner, aber das ist ja alles eins. Der hat wohl immer darauf geachtet, dass wenn Merch produziert wurde, dass das auch eine gewisse Qualität hatte. Ob das nur Klamotten waren oder eben sowas. Also die Tassen und die Schüsseln konnte man auch in die Spülmaschine reinhauen. Da ist nicht die Farbe verblasst. Die hat nach 15 Jahren immer noch so ausgesehen. Muss man dazu sagen. Wie hier bei sowas zum Beispiel. Obwohl das ja hier auch kritisch ist, wenn man mit der Hand immer darauf arbeitet. Deswegen der Lack drüber. Ja, das war halt damals so. Also wir haben echt Werner gemocht. Wir haben es nachgeäfft. Da war immer Stimmung auf der Baustelle, wenn man sich da irgendwelche Sprüche um die Ohren gehauen hat. Und nun zeige ich nochmal was anderes. Was ich beim dummen Zufall beim Aufräumen, wo ich meinen Lagerraum aufgelöst habe, gefunden habe, das war eine Werner Fahne. Wie mache ich denn das jetzt? Ich lege die auf den Tisch und dann filmen wir mal von oben. Kleinen Moment. So Freunde, da könnt ihr das mal so sehen. So sah das damals aus. No? Da hatte man Spaß. Das war schön. Das war lustig. Das war Werner. Das ist natürlich relativ dünner Stoff. Und was habe ich damit gemacht? Die Werner-Fahne, die habe ich damals in meinem Trabi an den Himmel gehängt, bevor ich mir ein Dachfenster habe eingebaut. Selber. Beim Trabi kann man das selber einbauen, wo heutzutage ja unmöglich ist bei einem modernen Auto. So, hier steht auch drauf Comic Flag, Flagline, produced by Real Comic Flag, bla bla bla. Und hier steht drauf 1990. Aha, hier unten steht's. Ach, Brösel, neue Konstantin. Das war dann halt zum Film, zum Werner-Film. Ja, das war halt Werner. Schön bedruckt. Die Farben sind noch nicht verblichen, obwohl das Ding auch schon mehrmals gewaschen wurde. Das Einzigste, was war, was ich da gemacht habe, das ist diese Schnur. Die habe ich um den Rand genäht. Der Rand hat gelitten. Hier, man sieht es hier, sind kleine Löcherchen drin. Die Katzen haben gerne daran gespielt. Ich habe das ja auch jahrelang zum Beispiel als Stift, als Jugendlicher, das war meine Gardine, wo ich gewohnt habe. Da hing das an der Gardinenstange vom Fenster runter zum Zuziehen. Schirmt nicht viel Sonne ab, aber sieht cool aus. Und dann kommt es eben, dass die Katze da gerne ranspringt und dann macht sie hier den Rand kaputt. Und deswegen
wurde von mir der Rand gesichert. Hier sieht man es, hier ist alles kaputt. Das waren die Katzen. Deswegen hier die rote Schnur an den Rand. Und daran habe ich es dann befestigt. Dann habe ich das später direkt an die Decke gehängt. Hier an die Öse. Also das ist so eine Erinnerung von mir. Und ich kann sowas auch nicht wegwerfen. Das war damals, wie soll man das nennen? Das war die Jugend. Wir hatten irgendwie noch Spaß. Wir hatten Hobbys. Wir haben uns mit irgendwas beschäftigt. Wenn es eben Werner Hobby war oder Merch sammeln und keine Ahnung. Das war, weiß ich nicht. Das war für uns was. Ich weiß gar nicht, ob jemand anders noch sowas hat. Ja, das war unsere Jugendzeit. Die 90er. Ich glaube, wann kam der Film raus? Wann wurde der zuerst im Fernsehen gesendet? Und ich glaube, das war 92 oder so. Da war ich gerade in der Lehre. Und beim Seppen, durch einen dummen Zufall, Fernsehsendung hatte ich keine. Auf einmal denke ich mir, Mensch, was ist denn das für ein cooler Film? Das war, da war der schon halb rum. Da haben wir gelacht, da haben wir gejubelt, da haben wir Spaß gehabt. Ja, das war halt, das waren Zeiten. Und dann habe ich dann, da kam irgendwann die Wiederholung, damals kamen spät nachts die Wiederholungen von den Filmen, die um 8 im Fernsehen kamen, die kamen dann irgendwie nach um 1 oder so. Da wurden die wiederholt. Die ersten zwei Filme. Und dann habe ich dann gleich am nächsten Tag, da bin ich mitten in der Nacht aufgestanden und habe dann von Anfang bis Ende geguckt. Deswegen, wegen Werner. Ja. Aber es ist ein Riesen. Aber ich bin jetzt kein durchgeknallter Superfan oder so. Aber die Bücher, die haben mir sehr viel Spaß bereitet, obwohl ich damals als Stift, als Lehrling nicht 20 Mark einfach so ausgeben konnte. Also 20 Mark waren damals mehr wie 10 Euro heute. Mit 20 Mark, da konnte ich schon mal einen kleinen Einkauf erledigen, um für ein paar Tage zu überleben. Das ging. Und wenn man umrechnet, für 20 Mark konntest du auch fast 4 Döner kaufen. Mit 10 Euro kaufst du gerade mal zwei. Also hat der Euro gegenüber der D-Mark in meinen Augen 50% Wertverlust, wenn man das umrechnet. Wir sollen ja nicht umrechnen. Umrechnen machen nur große Firmen. Der kleine Bürger soll gefälligst nicht rechnen. Der soll nur konsumieren, ausgeben und rabotten. Haben die uns verarscht mit der Kohle? Haben die uns verarscht? Na egal. Jedenfalls war es damals viel Geld. Ich als Stift habe manchmal dann an einem Wochenende trocken Brot gefuttert, aber fand eben so ein Werner-Buch lustig. Also ich würde fast sagen, ich habe doch fast alle. Schreibt es mal in die Kommentare rein, welcher fehlt. Ich habe es ja noch nicht so gut gezeigt, aber wenn euch was aufgefallen ist, schreibt mal was in die Kommentare, ob ihr das auch mögt, ob es das heute überhaupt noch ist, das noch aktuell oder nicht, oder irgendwie war der Typ total cool. Und wenn man sich mal den Rötger Feldmann anguckt, der ist total tiefenentspannt. Der hat, wie er selber ja sagt, in seinem ganzen Leben nie richtig gearbeitet. Der sollte erst arbeiten, als, ach, was hat er überhaupt gelernt? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Das hat er abgebrochen. Und da hat er, ich glaube, der hat die ersten 6 Jahre arbeitslos gemacht in seinem Berufsleben. Und dann kam die Zeichnerei. Musste man überlegen. Der hat das Hobby zum Beruf gemacht. Hat damit sehr viel Geld verdient. Und deutsche Comics kann man an der Hand abzählen, die Erfolg hatten. Von Einzelpersonen noch dazu. Und das muss man erstmal nachmachen. Tschüss, Freunde, schafft euch ein Hobby an und wenn es Comic sammeln ist oder sowas hier, schreibt was in die Kommentare rein. Ich habe eben Spaß an solchen Sachen. Ich weiß, das ist nicht normal, aber schöne Jugenderinnerung. Schreibt was in die Kommentare. Deabonniert natürlich, Daumen runter sowieso. Hatet, was das Zeug hält. Ist mir egal. Tschüss, Freunde.